Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie ihr zeigen könnt, dass etwas ein injektiver Ringhomomorphismus ist. Und das Ganze zeige ich euch jetzt an dem folgenden Beispiel. Wir haben mit Phi eine Abbildung von den komplexen Zahlen in die 2x2 Matrizen über den Körper der reellen Zahlen. Und zwar A plus BI wird abgebildet auf die Matrix A, B minus BA. So, wir wollen jetzt, wie gesagt, zeigen, dass es ein injektiver Ringhomomorphismus ist. Das heißt, wir haben einmal injektiv und einmal Ringhomomorphismus. Fangen wir erstmal mit Ringhomomorphismus an. Dafür müsste gelten, dass wenn ich A plus B abbilde, das gleiche ist, wie wenn ich erst A abbilden würde und danach und halt B auch abbilden würde und danach addieren würde. Genauso verhält sich das bei der Multiplikation. Okay, hier kann ich auch eine A hinschreiben. Das ist vielleicht sinnvoller, falls das Ganze nicht kommutativ ist. Und zusätzlich, wenn wir einen Ring mit 1 betrachten, dann soll die 1 im C abgebildet werden auf die 1 in dem Matrizenring der 2x2 Matrizen über dem Körper der reellen Zahlen. So, für injektiv brauchen wir, dass der Kern von Phi eben gleich die Menge der Null ist. Wir fangen jetzt zuerst damit an, dass wir einmal die Ringhomomorphismus-Eigenschaften nachrechnen und danach zeigen, dass das Ganze auch injektiv ist. Wir wollen also zunächst, was wir brauchen, ist so ein A aus den komplexen Zahlen. Das nennen wir einfach A plus BI. Und das große B schreiben wir einfach als C plus DI. So, und dann ist es wirklich eigentlich nur nachrechnen. Also wenn wir links anfangen, Phi A plus B, müssen wir erst A plus B rechnen, also A plus BI plus C plus DI. Und das am besten so umordnen, dass man halt das Ganze nach Realteil und Imaginärteil aufteilt. Also erst A plus C als Realteil plus B plus D mal I, was dann der Imaginärteil ist. Jetzt weiß man, wie man das Ganze abbilden muss. Das sagt ja hier oben die Abbildungsvorschrift, also den Realteil auf die Position des A's und der Imaginärteil dann da, wo das B ist und halt ohne I, wie man das auch vom Realteil und Imaginärteil kennt. Das heißt, wir haben hier A plus C jeweils, hier unten B plus D und hier oben minus B plus D. So, das ist schon mal Phi von A plus B. Und jetzt ist es elegant, wenn man das Ganze hier dann rückwärts rechnet. Also Phi von A wäre ja einfach A, A minus B, B. Plus das Ganze für B ist einfach C, C minus D, D. Und jetzt sieht man halt, wenn man das addieren würde, kommt genau das raus. Das heißt, die Eigenschaft ist schon mal gegeben. So, jetzt machen wir das gleiche für mal. Haben also A plus BI mal C plus DI, was dann einfach so ausgeklammert werden muss. Ihr kennt das ja aus der Schule. Also A C plus I mal AD plus I mal CB minus BD. Wenn wir jetzt wieder nach Realteil und Imaginärteil ordnen wollen, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Dann haben wir AC minus BD plus AD plus CB mal I.
Genau, und dann ist hier auch wieder klar, wie die Abbildung aussieht. Der Realteil kommt einmal oben links hin und einmal oben unten rechts. Und der imaginäre einmal mit Minus nach oben rechts und einmal ohne Minus nach unten links. So. Jetzt können wir das auch hier wieder rückwärts machen. A mal Phi von B ist gleich A minus B B mal C C minus D D. Wenn man das miteinander multipliziert, kommt eben genau das raus. Das heißt, auch hier ist die multiplikative Eigenschaft damit gegeben. Was wir jetzt für den Ringhomomorphismus, da wir Ringe mit 1 betrachten wollen, noch gegeben sein muss, ist, dass eben die 1 aus C abgebildet werden muss auf die 1 der 2×2-Matrizen über den reellen Körper. Das heißt, hier ist die 1 eigentlich 1 plus 0 mal i. Und damit wird das halt wirklich abgebildet auf 1, 0, minus 0 und 1. Minus 0 ist ein bisschen witzlos, das heißt, hier sehen wir halt direkt, dass da das rauskommt, was rauskommen soll. Und wir wissen an dieser Stelle, dass wir schon mal ein Ringhomomorphismus vorliegen haben. Jetzt wollten wir noch zeigen, dass das Ganze injektiv ist, also dass nur die 0 auf 0 abgebildet wird. Das machen wir so, indem wir einfach argumentieren wollen, Phi von x soll gleich 0 sein, also eben genau diese Nullmatrix, wobei x eben aus den komplexen Zahlen kommen soll. Und jetzt wollen wir zurückrechnen. Mit der Abbildung heißt es ja, dass der Realteil hier steht, Realteil von x, und der Imaginärteil eben da. Daraus folgt also direkt, Realteil von x ist gleich 0, was eben auch dem Imaginärteil von x entspricht. Und dann wissen wir halt direkt, dass x gleich 0 plus 0 mal i ist und damit gleich 0 aus dem Körper der komplexen Zahlen. Und damit können wir direkt folgern, dass der Kern unserer Abbildung eben gleich der Menge 0 ist und damit insgesamt Phi ist injektiver Ringhomomorphismus. Und damit sind wir halt auch fertig. Das heißt, immer wenn ihr zeigen wollt, dass irgendetwas ein injektiver Ringhomomorphismus ist, ist erst zu zeigen, dass das wirklich ein Ringhomomorphismus ist. Dementsprechend also diese drei Eigenschaften. Und danach, dass das Ganze injektiv ist. Also dass der Kern wirklich nur die Menge der Null ist. Und das funktioniert in den meisten Fällen eigentlich relativ simpel, wenn ihr die Abbildung gegeben habt. Dann müsst ihr halt wirklich nur nachrechnen und zeigen, dass das halt wirklich gilt.